Hallo und willkommen bei Planeum. Mein Name ist David Fuchs und heute möchten wir Ihnen das Thema präsentieren. Alten Parkettboden herausreißen, renovieren, weil der ganze Boden schon abgesagt ist. Es ist ein altes Gebäude hier. Hier ist im Laufe der Zeit der Untergrund, Holzuntergrund abgesagt. Durch Lattendielen wissen wir nicht, wollen wir uns angucken. Und das Parkett obendrauf ist halt eben schon in die Jahre gekommen. Zum Beispiel sieht man hier richtig schön Wasserschäden, die da entstanden sind über die Generationen. Auch sieht man sehr gut, wenn man jetzt zum Beispiel den Richtscheit ansetzt und auch mit der Wasserwaage, wie der gesamte Boden in eine Richtung abgesackt ist. Das sieht man hier sehr gut. Wir gehen von der einen Seite runter und jetzt will ich das Ganze auf Waage rüberziehen und dann merkt man schon, aha, bis zur Mitte des Raumes ist die gesamte Fläche abgesackt. Bitte bei solchen Dingen nicht einfach einen neuen Boden oben drauf legen. Wir möchten hier später ein neues Parkett drauf arbeiten, müssen aber dafür erstmal den gesamten Untergrund richtig schön vorbereiten, ausrichten. Das ist ganz wichtig. Ich nehme Sie noch mit in eine Ecke und zeige Ihnen auch dort noch das Ergebnis. Auch hier sieht man noch sehr schön, die Fußleisten sind dran und hier ist auf so einen Meter der ganze Untergrund nochmal abgesackt, speziell. Auch sowas bitte, nicht einfach oben was Neues drauf. Katastrophe. Es ist zwar schade für das Massivholz, aber es hat überall solche Schäden schon, dass man es wirklich rausreißen muss. Und ich zeige Ihnen mal dieses Ergebnis hier vorne. Das sieht man auch, wir haben auch hier schon locker unsere 2-3 cm nur auf dieser kleinen Stelle. Das Ganze ist nicht mehr zu retten. Also nicht schleifen, nicht neu versiegeln, das ist zu teuer. Gehen Sie lieber jetzt den Schritt und renovieren Sie die Fläche. Und das werden wir jetzt machen. Wir entfernen das Ganze und bauen neu auf. Ja, so sehen wir uns wieder. Ein kurzer Zwischenstep. Wir haben jetzt die ganze Oberfläche entfernt, das Parkett rausgenommen und unten wurde dann sichtbar eine schwarze Teerpappe. In diesem Falle wollen wir Ihnen auch den Hinweis geben, hier haben wir das eingeschickt, prüfen lassen, es war Asbest. Und da geben wir Ihnen den ganz wichtigen Hinweis, bitte nicht selber entfernen. Das muss ein zertifizierter Fachmann machen, da prüfen Sie das bitte, checken Sie das bei sich, wo das jemand ist und der das machen kann, lassen Sie sich ein Angebot machen. Also es wurde hier fachmännisch entfernt, das ist das Ergebnis. Auf diesem Ergebnis wollen wir jetzt das Ganze neu aufbauen, ausrichten und dann haben wir natürlich auch sowas wie hier so eine Balkenlage, die das Ganze natürlich auch noch stützt an der Außenwand und das ist auch richtig typisch, wo der Kontakt zur Außenwand kommt, Feuchtigkeit eindringen kann. Ganz, ganz häufig werden dann so alte Balken irgendwo modrig. Bitte da mit Ihrem Zimmermann oder mit dem Statiker oder Architektin sprechen, wie Sie das Ganze natürlich auch statisch wieder hinbekommen. Wir wollen das Ganze überbrücken, stützen von unten und dann alles neu aufbauen. Auch hier sieht man sehr schön auf der Oberfläche der Balken überall Bolzen. Da war das ganze Holz auch fixiert. Alles bitte sauber entfernen, ausrichten ordentlich und das Ganze neu aufbauen. Das zeigen wir jetzt in den nächsten Schritten. An der neuen Balkenhöhe, sichtbar durch den Laser, fixieren wir jetzt diesen Punkt und alles, was jetzt über diesen Laser kommt, wird weggehobelt und alles, was da drunter ist, wird unterfüttert. Wenn Sie unterfüttern müssen, dann machen Sie es am besten so. Sie fixieren den Balken ganz fest mit einer Schraube. Dann nehmen Sie anhand der Laserlinie die genaue Höhe und dann wissen Sie genau, wie Sie die Keilendicke schneiden müssen anhand dieses Maßes.
Nachdem jetzt die ganzen Balken nach Laser ausgerichtet sind, ein kleiner Tipp, unterfüttern Sie bitte alle 50 cm die Balken, damit Sie nachher auch eine richtig feste Oberfläche haben. Die Balkenausrichtung ist jetzt fertig und jetzt wollen wir auch mit Rauschpump die Fläche schließen. Zum Abschluss des Videos noch ein paar Punkte. Hier haben Sie es gesehen, mit Rauschpunkt haben wir jetzt die ganze Fläche ausgeglichen, aufgebaut. Schön Ebene auch, unten ist ja Lehmboden und dann halt eben mit dem alten Holzständerwerk. Das ist ein richtig schönes Ergebnis, absolut eben auch zu den anderen Räumen. Das können Sie gerade im Altbau, in so einer Renovierung, wenn Sie mit natürlichen Materialien arbeiten wollen, wirklich auch verwenden. Das wollten wir in diesem Video zeigen. Danach kommt jetzt hier Parkett drauf und das mit einem Holzuntergrund eben eine Ebene geschaffen. Ganz wichtig, wenn Sie das bei sich so auch haben wollen, melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen dort auch mit Tricks und Tipps. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wir sehen uns noch. Bis dann. Tschüss.